Damit wir nie vergessen, wo sehen wir einen Mangel an amerikanischer Präsenz? Genau hier im Herzen. Was fehlt? Der Iran. Die Hauptader. Die drittgrößte Ölreserve der Welt. 40% des Weltöls gehen hier durch die Straße von Hormus. Kontrolliert man den Iran, kontrolliert man Eurasien, kontrolliert man die Welt. Weltherrschaft. Wahre Weltherrschaft. Niemand wird sich mehr mit uns anlegen. Bullshit, I can't hear you! Das ist groß, Vize. Ziemlich große Gedanken. Aber wenn Sie draußen so reden, werden Sie den Menschen Angst machen. Der Durchschnittsbürger denkt nicht an Öl. Bitte, mein Herr, was ist das für ein Buch? Ein Roman, ein Werk über Falschspieler. Wollen Sie das lernen? Er hält uns für Falschspieler. Darf ich Ihnen eine Stelle vorlesen? So unerhört geschickt vollzieht sich der Betrug, dass der Betrüger selbst der einzig ehrliche Mensch zu sein scheint. Demnach wären also die ehrlichen, die wahrheitsliebenden Menschen alle nur Betrüger. Eine sehr illusorische Theorie. Das haben Sie von Ihren Büchern lesen, Herr Ahrmann. Herr Tübal, Sie sollten zu Ende kauen, ehe Sie reden. Der Absatz von der Ehrlichkeit, den Sie da gerade vorgelesen haben, war ausgezeichnet. Ja, die Wahrheit ist schön. Wir reden über die Terroristen vom 11. September, Massenvernichtungswaffen. Wir reden von Freiheit und Demokratie. Wir reden von der Achse des Bösen. Du warst auch auf Achse? Also eigentlich waren wir auf der Sommerweide, oben in den Bergen, ein halbes Jahr. Und unten in der Ebene auch. Ja, aber mit einer Frau und einer Viehherde ist doch was anderes. Ist doch eher sowas wie umziehen. Das ist nicht ganz das, was du machst. Trotzdem, jeder muss so leben, wie er es braucht eben.